Guten Morgen, meine Süßen, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich ihn hochladen werde, aber ich dachte mir, ich vlogge euch mal wieder einen ganz normalen Tag von mir mit. Und ich sitze jetzt hier in meinem Arbeits-YouTube-Videodrehzimmer, weil es im Bett so unglaublich dunkel war, dass ich dachte, da ist die Qualität des Videos so unglaublich schlecht. Und ich habe mir Frühstück gemacht, yay! Und ich habe auch für euch gerade noch ein What I Eat in a Day angefangen. Also ich zeige euch dann so genau, was ich mir mache. Ich meine, bei einem Brotschmieren ist das jetzt nicht so die höchste Kunst. Aber vielleicht kommen ja noch andere Sachen, die ich mache. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Und ich werde mich jetzt ins Bett lümmeln, Fernsehen und das Essen. Weil wir haben 7.50 Uhr und ich muss heute erst um 11 Uhr noch was los. Also werde ich noch ein paar Kommentare beantworten. Dann werde ich noch ein bisschen Fernsehen, wie gesagt, essen und ja, mich dann fertig machen. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall machen wir das so. Yay. Bonnie, wie zwei Kopfkissen? Ja, da spielst du. Oh, flauschiges Baby ist flauschig. Hallo Katze. Wieso bist du so flauschig? Sie fängt immer ultra an zu schnurren, wenn man sich auf sie rauflegt. Aber sie ist immer voll leise beim Schnurren. Also generell. Ne, Bibi? No. Hey, du weißt ja, du zu sagen. Nein, gut. Dann kuschel ich jetzt Kleid auch noch wohl. Weil immer schön Gleichberechtigung, auch bei Katzen. Das ist in der Erziehung das A und O. Du Flausch. Oh, sie sind so süß. Kleid, was geht bei dir? Kopfschmusen? Er liebt es, am Kopf geschmust zu werden. Aber dafür mag er sonst nicht so schmusen. Bonnie kann man überall durchknuddeln, vor allem unterm Hals. Ne? Und du magst den Kopf. Du magst den Kopf. Und ein bisschen den Rücken. Ein bisschen den Rücken und den Kopf. Oh. Es ist so schön, so zwei süße Babys zu Hause zu haben. Und ich mache mich jetzt fertig. Boah, Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus, weil mein Schrottbus ja kaputt ist. Und es schüttet total doll. Ich weiß nicht, ob ihr das Tropfen hört. Auf jeden Fall, meine Füße sind auch schon nass. Und ich kann die Kamera gar nicht weit genug weghalten, weil sie dann auch nass wird. Leute, ich hasse Regen. Vor allem im Dezember, stellt euch mal vor, es wäre ein paar Grad kälter, beziehungsweise 15 Grad kälter. Dann würde es schneien. Es ist viel zu warm für Dezember. Ich finde das nicht schön. Und ich möchte nicht nass werden und ich bin voll bepackt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall doch. Und ich habe voll die Tüte hinten. Und die darf nicht nass werden. Und ich hoffe, dass ich sie trocken. Meine Kamera ist nass. Und mein Fuß auch. Alles ist nass. Leute, ich bin wirklich super am Vloggen. Ich bin jetzt schon bei meiner Mama und ich habe mir Sushi mitgenommen und meinen Eltern auch. Und ich habe jetzt schon fast alles aufgegessen. Ich hatte 16 Avocado-Maki. Wir sehen zwei. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gleich fertig und dann gehe ich rüber zu einer Freundin. Und die Sushi schmeckt ziemlich gut. Könnt ihr mir verraten, warum Sushi, wenn man es kauft, immer besser schmeckt, als wenn man es selber macht? Es hat immer so einen Touch von etwas anderem noch. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es sau lecker. So, ich war gerade mit meiner Freundin noch schnell einkaufen und ich habe ein paar Fotos ausgedruckt. Und ich habe Mandelmus gefunden im Edeka bei uns. Voll cool. Ich habe das noch nicht gewusst, dass sie den haben. Und so eine neue Hafermilch, ich weiß nicht, von Bio-Vegan, so einen Haferdrink habe ich mir geholt. Und ich will euch den Mandelmus zeigen. Den gab es in hellen Mandelmus und dunkler Mandelmus. Ich habe den dunklen gekauft. Wenn ihr Mandelmus benutzt, was macht ihr damit? Ich will das jetzt gleich googeln, was man damit macht. Ich weiß nur, dass voll viele Veganer das immer haben und das immer überall reinmachen. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wofür. Aber das werde ich gleich rausfinden. Und wir sitzen jetzt hier so rum und quatschen ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Vlog nicht mehr viel spannender werden wird, weil ich eigentlich nur noch zu meinen Eltern rübergehe und dann gucken wir Fernsehen. Aber egal, glaube ich. Ja. Ich zeige jetzt noch schnell den Weihnachtsbaum. Ich stecke hier den ganz schönen Weihnachtsbaum. Ist das nicht ein kleiner, süßer Weihnachtsbaum? Meiner ist auch klein und süß und unecht, aber der ist noch viel bunter. Das gefällt mir. Vor allem gefällt mir dieses Silberglitzer-Ding. Das hätte ich auch gern. Ich glaube, das hole ich mir noch.